Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 19 Karriere. Ja, letztes Spiel haben wir im DFB-Pokal knapp in 1-0 gewonnen und heute steht Bayer Leverkusen, Leverkusen vor der Tür. Ja, ein Auswärtsspiel. Nein, ich bin noch ein bisschen müde, ich weiß nicht warum. Obwohl ich ganz gut geschlafen habe. Im Grün. So, 100% erholt sind die Spieler nicht, aber ich lasse sie trotzdem mal spielen. Das sollte eigentlich laufen. Überall Pfeile nach oben. Bis auf Capino. Der seinen Startelf-Debüt gibt hier. Ja. Weil sich Jiří Pavlenka verletzt hat. Ah, Sander wollte doch spielen. Ah, egal. Hat er Pech gehabt. War ich jetzt zu schnell? Der wird ja sich gleich beschweren. Der darf ein nächstes Spiel spielen. Ein nächstes Spiel Champions League. Ja, egal, muss er da spielen halt. Ist egal. Alles klar, ich gebe einfach in die Kommentatoren. Bis dann. Begeistert uns der Topscorer auch heute wieder? Wir werden es herausfinden. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Bleiben Sie dran. Hallo zusammen, heute begrüßen wir Sie im Stadion Europa. Die heutige Begegnung: Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Sie werden hier heute selbstbewusst auftreten in dieser Auswärtspartie. Schließlich sind Sie das treffsicherste Team der Liga. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Wir wissen, dass Sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf Ihren Gegner heute wieder. Glaube ich schon. Das können sie einfach am besten. Und da hat es jeder Gegner schwer, überhaupt reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. Die Leverkusen also mit dem Anstoß. Und ich bin mal gespannt, wer hier besser ins Spiel findet. Jetzt Sven Bender. Je. Jetzt ist die Kugel weg. Klassen. Baumgartling. Weiser. Baumgartlinger. Bojan Palo. Nuri Sahin am Ball. Gebre Selassie. Schönes Zuspiel. Finn Bartels. Ball an den kurzen Pfosten. Gut mitgespielt vom Torhüter. Er fängt den Ball ab. Je. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Finn Bartels. Da kommt die Hereingabe. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Max Kruse am Ball. Da gewinnt er den Zweikampf. Lukas Radetzky. Je. Vorteil in dieser Situation. Bojan Palo! Klasse gehalten! Richtig stark gemacht, verhindert hier ja den sicheren Treffer. So, die kurze Variante. Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Jetzt müssen Sie aufpassen. Entschlossen geklärt.
Baumgartlinger. Tolles Zuspiel. So, Situation bereinigt. Klassen. Ballverlust. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Klassen. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Weiser. Bojan Palo. Bender. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Das war eng, aber er hat ihn. Je. Gute Möglichkeit. Da zieht er ab. Was für eine Möglichkeit. Aber er macht ihn nicht. Das war eine knappe Nummer. Weiser. Bojan Palo. Baumgartlinger. Er spielt den Pass auf den Flügel. Er bekommt die Unterstützung. Ah, vielleicht geht da noch was. Das frühe Pressing jetzt. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Flanke jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Klasse Aktion, Ball ist weg. Serge Gnabry. Das könnte die Gelegenheit geben. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Toller Abschluss, sehr gut gemacht. Jawohl, wirklich spitze. Der schießt den Ball flach, aber so platziert, dass da nichts zu halten ist. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Ball kommt rein. Den Ball holt er sich. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Die Ecke kommt rein. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Sven Bender. Baumgartlinger. Baumgartlinger. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Bojan Palo. Baumgartlinger.
Das könnte gefährlich werden. Ja, vielleicht der Ausgleich. Nee, da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Ein bisschen mehr draus machen, keine Frage. Aus der Distanz, das war eine dicke Chance. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Und jetzt die Chance. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Die Ecke kommt. Bald steht diese Aufgabe in der Champions League an für Leverkusen. Dann geht es auswärts gegen Manchester United. Und das sieht zumindest auf dem Papier nach einer interessanten Begegnung aus. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nach diesen ersten 45 Minuten noch keinen späteren Sieger ausmachen. Ja, da muss man generell vorsichtig sein, aber natürlich ganz besonders in so einem engen Spiel. Chance absolut gleich für beide. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Jetzt Kruse am Ball. Hereingabe jetzt. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Bojan Palo. Weiser. Klasse Technik. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Nee, da waren sie einfach zu langsam. War eigentlich eine gute Konterchance, aber jetzt ist die Abwehr wieder zur Stelle. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Moisander. Jetzt Kruse. Wird das seine Torchance? Macht er ihn! Klasse gemacht, stark geblockt. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Finn Bartels. Bartels! Er ist noch heiß! Da ärgern sie sich, Ballverlust. Jay. Baumgartlinger. Weg ist der Ball. Oh, toller Pass, gute Aktion. Gut verteidigt. Gnabry. Baumgartlinger. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jay. Der Angriff sah gut aus, aber dann er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Nuri Sahin. Max Kruse am Ball. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Klassen! Es bleibt spannend. Er macht das Tor nicht in dieser Szene. Und weiter trennt die Teams nur ein Tor. Der Treffer hätte ihrem Spiel natürlich noch mal mehr Ruhe gegeben. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Jedwai. Bojan Palo. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen.
Da kommt er raus und hält den Ball. Jetzt könnte er flanken. Da kommt die Flanke. Da können sie erstmal klären. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Da ist die Flanke. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Gut aufgepasst. Das wäre sonst eine richtig gute Gelegenheit geworden. Die Bayern-Fans hoffen hier weiter auf den späten Ausgleich. Nee, den kriegt der Keeper. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Finn Bartels. Jetzt die Flanke. Flanke bleibt hängen. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Klassen. Kruse jetzt. Da zieht er ab. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Hereingabe. Und jetzt soll mit aller Macht ein Tor her bei Bayer. Sie versuchen es mit hohen Bällen in den Strafraum. Jetzt wird's interessant. Sie werfen ihre bisherige Taktik komplett über Bord und drängen auf das gegnerische Tor. Lange Bälle und alle Mann nach vorne. Schöner Pass. Da hat er den Pass unterbunden. Ganz wichtige Aktion. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Abgewehrt vom Tor. Ja, das gibt Eckball. Es wird einen Spielerwechsel geben, Buschi, und zwar bei Bayer Leverkusen. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. So, Ecke kommt. Oh, Latte, da wäre der Treffer beinahe gefallen. Stark gemacht eigentlich. Ich weiß nicht, ob er den gehalten hätte. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ricardo Goulart. Weiser. Die. Den Ball holt er sich. Mitchell Weiser. Ball kommt rein. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Da muss er hin. Ah, Tick zu weit. Das war keine wirkliche Herausforderung für den Tor. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Sie gewinnen trotz oder wegen weniger Ballbesitz. Ja, Wolf, weißt du, genauso wie ich, das sagt nicht immer unbedingt etwas aus. Ohne zündende Idee bringt dir 90% Ballbesitz nichts. Die Leverkusener also mit dem Anstoß. Und ich bin mal gespannt, wer hier besser ins Spiel findet. Vorteil in dieser Situation. Feuer Palo!
Klasse gehalten. Richtig stark gemacht, verhindert hier ja den sicheren Treffer. Gute Möglichkeit. Da zieht er ab. Was für eine Möglichkeit. Aber er macht ihn nicht. Das war eine knappe Nummer. Das könnte die Gelegenheit geben. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Ball kommt rein. Den Ball holt er sich. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Kruse. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hecht. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Klassen. Es bleibt spannend. Er macht das Tor nicht in dieser Szene. Und weiter trennt die Teams nur ein Tor. Der Treffer hätte ihrem Spiel. So, Ecke kommt. Oh, Latte, da wäre der Treffer beinahe gefallen. Stark gemacht eigentlich. Ich weiß nicht, ob er den gehabt. Ich weiß nicht, was mit meinem Werder-Spieler los ist, ne? Irgendwie funktioniert nichts. Alter, Wolfsburg gewinnt 4-0 gegen Frankfurt. Ich kann endlich wieder trainieren. Ja, und es ist Champions League. Ja. Ein Vorschlag. Also Gigi Pavlenka hat einen Vorschlag. Bist du denn wieder fit? Das ist doch die entscheidende Frage, ob du wieder fit bist. Wenn ja, dann nehme ich dich rein. Also du fühlst dich fit, ich pack dich rein, ne? Das gleiche darf Sander nicht vergessen, der wird nämlich mitspielen. Alles klar, das bin ich in dieser Folge, wir sehen uns dann in dieser Folge. Bis dann, Schabio. Ein steter Strom vorbei am Weserstadion. Hier sind wir zu Haus, hier geht's uns gut. Denn Werder zaubert, siegt und lacht. Ja, Werder ist.